In dieser Folge Let Loose habe ich für euch eine Runde vor Nacht. Das Team war so Alter, lala. Zweimal Headshot gerade gemacht. Und es ist zum Ende nochmal richtig spannend geworden. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Hier stelle ich gleich, wenn mich das Rex MG nicht jedes Mal runter macht. Neu. Das ist blöde MG, ja, nicht mal aus dem Fenster. MG ist immer noch im Fenster. Der lacht sich da ein, schnappt da drin, ey. In dem Haus. Ja. Er hat die geilste Position ever da oben. Brennender Panzer auf Ping. Ich sehe halt nur das Haus, ich sehe die Fenster nicht. Fenster in den Tod, das ist doch hier. Was sag ich? Was sag ich? Du guckst einmal hoch und du bist sofort weg. Ja, dann guck nicht hoch. Das ist nicht normal. Auf Ping war ein Panzer, der schon gebrannt hat. Das ist nicht normal. Ja, bin ich zu weit weg für. Oh, warte mal. Ach ja, Maschinengewehr ist auch besetzt. Na, okay. Wäre auch nur so eine Gottwaffen hier. Natürlich. Das MG hat die Runde seines Lebens. Der hat alles gerade im Griff. Der hat alles. Der hat mich jetzt schon dreimal. Das ist eine geile MG-Position, muss ich mir merken. Ich habe keine Ahnung, warum es jetzt schon wieder ein Wortkip gibt. Ja, das wird schon wieder tot. Also spawns und der hält voll rein. Könnt mal die eigene mal aufhören, auf mich zu schießen? Und Granaten auf mich zu werfen? Das wäre unheimlich nett. Und auf ein neues. Glaube, ich hab ihn. Ja, jetzt bin ich zu lange in diesem scheiß roten Sektor gewesen. Ja. Wo ich links rausgehe. Das ist so kacke, ey. Ja, der steht halt am Rand. Hey, ich habe ihn angefixt. Er lebt noch. Er lebt. Er lebt einfach noch. Da wo sie vor uns untergegangen sind. Da steht die Garni wahrscheinlich. Die Garni ist geblockt. Die schießen ja auch schon drauf. Ja, ja, du hast Feind vor dir im Wald. Die pushen da durch. Ja, natürlich nicht, gell? Ja, dabei muss ich nur aufpassen, nicht in den Bomber zu rennen. Ja. Ja. Kann nicht sein. Kann ich wieder 50 Meter vor diesem blöden Panzer und zack, weg. Irgendwo von rechts erschossen werden. Komm. Weil niemand in der Defensive ist. Wie ist denn das möglich? Na, war Cap die ganze Zeit wir. Keine. Wenn wir denn gewinnen. Ah, ich gehe von aus. Die haben doch ein MG oben drin, Kirk. Wahrscheinlich vorhin alte MG-Positionen. Ja. Ich schieße jetzt eine Artiller rein, ist mir scheißegal. Ich kriege jetzt eine Granate in die Fresse. Aber der Panzer fährt vor unserem Panzer. Ja, ist schon nicht gut. Sein, Alter. Wer hat einen Beobachtungsmarker, ist immer der Panzer. Hier in den Gräben ist Feind. Der hat schon einen von mir kassiert. Der zweite wurde ich erschossen. Die sind vom Airhead gelaufen, ziemlich sicher. Die restlichen überleben. Massiv Feind Infanterie. Copy, Ping geht drauf. Da ist auch noch ein Lux, kommt da rein. Eine Sekunde, kommt auch Ping. Panther. Oh, Panther sogar. Auf der Straße, ja. Ja. Der Commander hat da schon gar nicht hingestellt. Ja, ja, aber wir müssen auf jeden Fall, muss er was auf der Dreierlinie machen. Wenn er ein guter Commander ist, dann muss er auf der C3-Linie näher starten. Sonst ist das hier von uns genug Gulasch. Dein ist Feindinfanterie. Also Zeit ziehen, sagen wir mal so. Mehr ist das eigentlich nicht hier. Ach, das Schwert schon am OP. Scheiße. Wo ist er? Nein, Snoop. Gerade heute, wo du mal mit. Wo ist der Schütze? Der hat mir auch. Also von wo kam der Schuss? Der ist bei mir. Ich weiß es nicht. Ja, ich war rechts, glaube ich. Du hast es doch gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Das ist, hat der aus der Kirche geschossen? Nee. Nicht von vorne. Kommt unser Panzer? Ich sehe ihn nicht.
Das ist natürlich. Doch, ja, der nächste ist auch abgeknallt. In dem Haus, wo ich saß, ist ein Feind bei der Garni. Wir sind schon aufgeklärt. Achtung, hier. Granate. Und hier an dem Gebäude irgendwo ist einer. Hä? Den einen habe ich. Der ist verzogen. Schieß wieder aus. Hier hinten ist er. Keine Einsicht. Hier hinter. Den einen habe ich gerade erschossen. Ja. Hab ihn. Ist nice. Down, ist down. Hab ich. Ja, wir haben die Mitte verloren. In dem Gebäude. Der Garni ist heiß. Irgendwo ist das schon wieder. Wer ist das hier? Krimlock. Das MG liegt wieder oben auf der einen Scheißstelle. Hier oben was? Im Fenster, im Angriffshardcap. Nein, nicht schon wieder. Da oben ist auch irgendwo Feind. Weil ne, doch nicht, das sind eigene Kräfte. Ah, der Grimlock, er steht da oben, Alter. Ja, klar. Du hast doch die linke Seite im Blick. Ja, nein. Da gar steht ein OP. Speedy, da steht ein OP, da ist doch jemand, der aimt auf mich ab. Keine Einsicht, dein scheiß Marker ist zu hell. Mhm. Kann nichts sehen. Ach du Scheiße, auf, Alter. Ah, gehört er zu uns? Ja, okay. Ja, der gehört hier zur Community. Kann nicht wirken? Ja. Jetzt hier doch eine Garni. Wir sind am Captain bei Biegung. Nein. So. Ja. Mhm. Ja, der hat auf mich geschossen. Da wollte ein Sunny einfach einen toten Deutschen wiederbeleben, Frechheit. Auf Ping. Weiß jetzt übrigens, warum die vorhin die Dev verloren haben. Die smoken ja die Anlaufwege des Feindes. OP Richtung nie ohne Sache, Richtung Westen vom OP. Außerdem habe ich vorhin mehrfach gesagt Süden 206. Jeder, der den Commander sieht, darf ein Team killen. Was? Das kenne ich gar nicht. Ah, ist übrigens Infanterie. Nur so als Hinweis. Falls du der Dev Bescheid geben willst, dass die den Feind den Weg nebeln. Hans Kette haut auch ab. Ja, falls sie dem Feind den Weg nebeln, das ist das ja, Richtige. Unsere Problem. Leute nebeln dem Feind den Weg, damit dass der hier ungestört rankommen kann. Ich hab's perfekte Schussfeld, was machen unsere? Schmeißen da Nebel hin. Ah. Oh. Hier sind Feind Supplies runtergekommen oder ein Airhead? Er hat gerade mehr oder weniger alles in die Depp gerufen und ich sag ganz ehrlich, das geht schief. Er soll lieber die eben Depp waren, die hier alles voll smoken, in Angriff schicken, da schaden sie weniger. GG! Das war mehr Glück als alles andere, dass wir das noch stehen. Ja. Ich weiß nicht, was hier. Also auch die Garnis. Das war halt original wirklich so: dieser ganze Nebel hier im Hardcap, der kommt, weil unser Team dem Feindteam gezeigt hat, wie sinnvoll Nebel im Angriff ist. Also, das Gegnerteam ist aber auch nicht viel besser, wirklich. Nee! Lassen. Alter, zweimal Headshot gerade gemacht. Auf Entfernung. Klasse. Gut.
bisschen mehr als ein Drittel meiner Kills sind auch Headshots. Oh, ich hab auch Granaten. Raus mit den Dingern. Ja. Yeah. Alles raus, was keine Miete zahlt. Spinner. So ein MG geht natürlich an das Fenster, wo ich gerade dran stehe. Ah, schade. Weißt du, es ist unglaublich. Weißt du, welche Meldung gerade von unserem Commander kam? GG, schade, dass wir nicht gewonnen haben. Wir haben gewonnen. Ja, das habe ich ihm auch gerade gesagt. Ist er irgendwie leicht geistig minder bemittelt oder so? Ja, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich habe jetzt noch eine relativ ähnliche Runde tatsächlich auf Purple Hardline, die ähnlich knapp entschieden wurden. Ich wünsche euch auch da viel Spaß.